So. Ja, nimm's doch halt. Okay, dann nicht. Oh, Motor zu stehen. Ah, ich bin ja schon richtig hier. Okay. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Ja, würde ich mal vorschlagen, so schnell wie möglich. Was haben wir denn hier? Komme ich hier irgendwo runter? Geronimo! Achso, er hat sich einfach mal abgeseilt. Juhu! Hoppla! Das war jetzt nicht meine Absicht. Unglaublich! Los, Elizabeth! Suchen wir Daisy in der Fabrik. Okay, dann wollen wir rein. Wieso stand da gerade ein ehemaliger Verbündeter, war sauer auf mich? Ich habe ihn umgebracht. Naja, okay. Ist halt so, ne? Oh ja, jetzt geht's ja mal richtig rund. Aber mich hat noch keiner darauf angesprochen, dass ich irgendwie tot sein soll, oder? Also ich habe ja auf jeden Fall noch nichts gehört. Von wegen, ey, Puka de Witt, du bist ja tot, aber hallo. Was geht denn hier ab? Hab so das Gefühl, hier geht's da richtig krass zur Sache. Alter, jetzt kriegt ihr aber richtig mit mir Stress. So. Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Finks Büro. Okay, Fink, ich werde kommen und dich holen. Aber erstmal Ausrüstung betrachten. Hut. Behütetes Leben. Du bist kurzzeitig unverwundbar, wenn du Gesundheit durch Snacks oder Gesundheit-Kits erhältst. Brauche ich auch nicht. Okay, scheint ja nicht mehr viel zu sein, ne? Na gut, gehen wir weiter. Sollen wir da durchs Feuer rennen? Ich habe das Gefühl, das ist kein guter Raum gewesen, um sich zu verstecken. Oha, wieder mal ein paar Lockpits bekommen. Sauber. Gegen wen kämpfen die da eigentlich? Feind. Achso, die kämpfen die ganze Zeit gegen den Spasti, ja? Wie lange braucht ihr denn für den? Meine Güte, was bist du denn für ein Clown? Oh. Na gut, Leute, dann wollen wir mal weitergehen. Da kämpfen die eine halbe Ewigkeit mit einem Soldaten. Das ist so peinlich. Okay, das Äffchen drückt das Knöpfchen. Oh, hallo Elizabeth. Wir sind jetzt hier ganz alleine. Ich weiß nicht, wie lange wir hier fahren werden. Oh, guck mal, ich habe Geld verloren. Du solltest dich bücken. Ach man. Oha. Wird hier produziert ohne Ende. Was ist los, kleines Mädchen? Ich guck irgendwie so komisch, ne? So verstört. Ich möchte gerne das Zeichen sehen, was sie da hat. Ich glaube, wir haben den Vogel ausgewählt damals. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Hm? Fitzroy und Comstock. Wenn du das sagst. Oh. Maylin, Mr. Lin. Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht. Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Soll ich rangehen, Elizabeth? Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit
Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Bukadevit starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Bukadevit war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Oh oh. Du machst alles nur komplizierter. Ich hab das Gefühl, ich hab keine Freunde mehr. Die waren rot, ich darf sie töten. Toll, ey. Jetzt werde ich von beiden Seiten gehasst. Es hat jetzt überhaupt keinen Unterschied gemacht, dass ich denen überhaupt geholfen habe, oder? Das ist Bullshit, ey. Okay. Ich muss das Schiff zurückholen. Aber vorher sehen wir uns mal wieder um. Die Maschine steht einfach nur da. Oh, Krähenfallehilfe, Schockfallehilfe. Ladungshilfe. Ah, verlängert den Schwebezeit mal 2. Nehme ich. Ja, komm, dann nehmen wir noch. Weiß nicht, verringert die Menge an Salzen, die nötig sind, um Beherrschung zu nutzen. Oh, komm. Oh, 1600. Das habe ich natürlich nicht, aber. Weißt du was? Was wir jetzt machen? Krieg ich sowieso ganz viele Salze zurück. Kann ich mal ein paar Silver Eagle spendieren lassen? Ich meine, wieso auch nicht? Alles meins. Meins! Oh. So, was haben wir denn hier hinten noch? Schnell nachladen. Oh, Revolver. Steigert Nachladetempo oder erhöht den Schaden. Alter Schwede. Naja, aber es kostet viel, ne? Ich brauche mindestens 1000. Hoho, danke. So viel dazu. Können wir halt jetzt ein paar Automaten ausräubern und dann freuen wir uns erstmal Keks, dass wir das Geld davon kriegen. Ja, die müssen doch hier irgendwo noch. Ah, Silver Eagles, genau das habe ich gesucht. Ich finde das ein bisschen krass, dass egal wie wir die Gegenwart ändern, es bleibt immer alles gleich. Ja, ja. So ist das halt, ne? Kann man nichts machen. Hier kommen wir nicht durch. Ich könnte natürlich in den Fahrstuhl gehen und wieder runterfahren, aber es bringt alles herzlich wenig. Ah, hier lang müssen wir. Huch. Was haben wir denn hier? Hm, yummy. Saugnäpfe? Was zur Hölle? Was habe ich da bekommen? Press to wash away your enemies. Hold to grab enemies and release to reel them in for punishment. Naja. Auch nicht gerade so das Beste vom Ei, ne? Verdienen wir das? Ich finde das recht funny. Da habe ich Spaß dran. Alles meins. Oh, alles meins. Alles meins! Oh, oh, oh. Ah, wir können uns den Schaden holen. Ja! Juhu! Nein, da will ich nicht rein. So, hier möchte ich rein. Und ich möchte mir den Schaden kaufen für den Revolver. Haben wir den selben Schrot, bla, Revolver. Da, steigert Nachladetempo. Nein, erhöht den Revolverschaden. Das nehmen wir. Jawohl. So gefällt mir das. Mehr Geld. Hier. Wieso habe ich noch so viel Geld? Weil ich kriege hier die ganze Zeit Geld geschissen. Na gut, nehmen wir noch, Tempo, ja, komm. Was haben wir noch? Karabiner. Verringert den Rückstoß des Karabiners. Ich glaube, den Karabiner tragen wir jetzt mit uns, ne?
Wait. Burst Gun? Was soll das, eine Burst Gun? Präzisionsgewehr. Okay, okay, ich weiß, das hier muss, der Karabiner muss quasi das andere Ding sein, was ich immer mit mir rumschleppe, aber ich habe kein Geld mehr. Nun gut. Dann wollen wir mal weitergehen. Hilf mir mal mit dem Schloss. Sieht einfach aus. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Okay. Mensch-Maschine Robocop. Ja? Was ist? Nein! Aufhören! Nein! 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 Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Scheiße! Nicht Fireman! Na, erste Sahne, ey. Glaub's ja nicht, ey. Oh, da helfe ich ihr und dann. Bist ja bestimmt ein Hochstapler. Ich hab ihn töten. Oh, ich hab ihn. Oh, sterben sehen. Weißt du, da habe ich es einmal erwähnt, dass die quasi nichts dazu sagen, dass ich eigentlich tot sein sollte. Und dann kommt die daher und sagt einfach: Ja, Hochstapler, tötet ihn. Das ist nicht nett. Leute, wenn ihr das zu jemandem sagt, ist das nicht nett. Das solltet ihr euch merken. Was bringt mir das? Du mieser Pisser, du. Ja, kann nichts machen. Er fliegt die ganze Zeit in der Luft. Ja. Danke. Na, easy. Wo? Wer hat das gesagt? Wer will gerne sterben? Oh, ein Pitlock. Ich will da rein. Wie komme ich da aber rein? Von der Seite nicht. Ich will da rein. Das scheint so eine Art Tür zu sein, ne? Hier irgendwo? Hä? Du scheiß Vox. Scheiß Pisser, wieso tötet ihr mich denn? Es bringt überhaupt nichts. Ich meine, ich habe denen nichts getan, weißt du? Und dafür extra Leben, Menschenleben aufs Spiel setzen, ist doch kacke, ey. So, verzieht euch. Ich habe nichts. Ich brauche auch nichts. Ich mache die auch einfach so fertig. Wem brauche ich deine Scheißhilfe nicht? Oh je. Jetzt bräuchte ich deine Hilfe, meine Kleine. Okay. Du bist doch irgendwie nur Maschine, ne? Na toll. Na toll, na toll. Nehmen wir mal den hier. Was ist denn los? Ach du Scheiße, das sind aber viele. Das waren ein paar viele. Öffne die Tür. Hör auf, hier rumzuschlagen. Du scheiß miesen Pisser hier. Was willst du, hä? Brenne!
Ich brauche nichts. Ich mach den Pisser fertig. Und wieso wirft er mit seinen eigenen Leuten? Oh, oh. Das hört sich irgendwie an, als würde da gleich was Großes explodieren. Scheiß Handyman, ey. So. Aha. Kannst gerne fliegen, du Pisser.